nicht alle davon. Ich spreche hier als Mitglied des mächtigsten Organs der Piratenpartei, das ist nämlich die Basis. Pan ist seit Jahrtausenden ein wichtiger Rohstoff für die Menschheit. Ich würde sogar so weit gehen, Hanf für die Zivilisation mit dem Feuer zu vergleichen. Leif Erikson hätte wahrscheinlich ohne Hanf nicht Amerika entdeckt. Auch hätte 500 Jahre später Christopher Columbus das nicht ohne Hanf von sich behaupten können. Aber ich werde jetzt mich hier nicht hinstellen und euch erzählen, wie toll Hanf ist, das wisst ihr eh. Ich möchte lieber darüber reden, wie es bekämpft wird. Und der Kampf gegen die Drogen ist nur ein Aspekt dieses Kampfs. Der Kampf findet nämlich auch und vor allem in der Lobby statt. In den 1940er Jahren hat Henry Ford ein Auto aus Hanf gebaut mit einer Karosserie, die widerstandsfähiger und leichter ist, als das Stahl jemals sein kann. Ein Schlag ins Gesicht der Stahlindustrie. Auch die Kunststoffindustrie sieht das überhaupt nicht gern, dass Hanf ja so ein toller Rohstoff ist. Soll ich Schluss machen, oder was? Hallo, ihr da drüben. Wir gehen rüber. Jetzt unterbrich mich nicht einfach heute. Okay, also, Kunststoffindustrie, Stahlindustrie, Lobbyismus gegen Hanf, aber selbst in den konservativen 50er Jahre Amerika, in dem Jeansträger als asozial gehalten, hat es noch nicht ausgereicht, um Hanf zu kriminalisieren. Da brauchte es mehr, nämlich Richard Nixon. Richard Nixon hat es über die Hanfkriminalisierung geschafft, eine sehr unangenehme Bevölkerungsschicht vom Wahlrecht zu befreien, nämlich die Hippies. Wer nämlich kriminell ist in den USA, darf nicht wählen, also mach mal einfach die Hanfraucher kriminell und dann können wir schön Krieg machen. Es sind so lustige Sachen passiert. Googelt das bitte. Es gab Studien, da haben sie Rhesusaffen Gasmasken umgestaltet und sie 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche mit Hanfrauch beatmet, um nachzuweisen, dass Hanf Gehirnzellen tötet. Das haben sie geschafft. Wenn du einem Rhesusaffen 24 Stunden lang nur mit Rauch beatmest, sterben Gehirnzellen ab. Darum ist das Zeug giftig. Bis in die späten 90er Jahre hat diese Hanfrepression angehalten. Mittlerweile darf man Nutzhanf wieder anbauen. Allerdings ist es schwierig. Es gibt Seminare für Bauern, die Hanf anbauen wollen, weil sie es nicht mehr wissen. Ihnen fehlt diese jahrtausendealte Erfahrung. Und was haben wir jetzt davon? Jetzt haben wir einen Zustand, ja, womit ist der vergleichbar? Wenn man Hanf mit Feuer vergleicht, dann bleiben wir dabei. Stellt euch eine Elektroheizindustrie vor, die Feuerzeuge und Kaminfeuer illegal haben möchte. Ja? Und die schafft das, indem sie hysterische Eltern instrumentalisiert, um zu zeigen, wie teuflisch doch Feuer ist. Liebe hysterischen Eltern, liebt eure Kinder. Redet mit ihnen über eure jeweiligen Probleme, seid Vertrauenspersonen, vertraut im Gegenzug auch euren Kindern als selbstständige Menschen und ihr werdet es damit sicher nicht schaffen, dass eure Kinder mit Feuerzeugen spielen und sich mal einen Ofen anzünden, aber ihr werdet es mit Sicherheit verhindern, dass sie in Abhängigkeit und Kriminalität enden.